Dann übertrage ich jetzt die Daten. Ich zeige es kurz hier auf dem Tisch. Ja, ich hatte die ganze Zeit meine Dashcam laufen. Auf, auf, flieg durch die Leere. Auf, auf, flieg durch das... Immer schön, jemand Neuen zu treffen. Hat dir mein Gesang gefallen? Dein Lied war das Highlight meines Tages. Konnte er das denn überleben? Sieht nicht lieb aus, ist aber lieb. No, hallo kleiner Bär. Hallo, du siehst ja richtig süß aus. Ja. Ah, hier ist das Artefakt schon. Wow. Von diesem Weg abzuwenden. Sonst töten wir euch. Oh, diesen Schiffstyp kenne ich nicht. Erstmal herzlich willkommen zurück bei Starfield. Wir kennen diesen Schiffstyp nicht. Sieht nach Alien-Technik aus. Identifiziert euch. Deine Unwissenheit lässt tief blicken. Wir sind die Sternenblüter und ihr seid der Artefakte unwürdig. Bitte, sagt uns, was die Artefakte sind. Wozu dienen sie? Habt ihr sie erschaffen? Warum habt ihr mehr Anspruch darauf als die Menschheit? Genau diese Fragen dürfen wir euch nicht beantworten. Gebt eure Wissbegierde auf oder geht daran zugrunde. Ich sag mal so, unser Schiff sieht richtig schlecht aus, sehe ich gerade. Was sagt uns wenigstens, wer ihr seid? Nennt euch, wie ihr wollt. Für mich seid ihr bloß Diebe. Beobachtet ihr die Menschheit schon lange? Sagt uns, wer ihr seid. Je mehr ihr wisst, desto mehr Unheil richtet ihr an. Warum sollte dieses Wissen gefährlich sein? Wir müssen auf Abstand zu euch bleiben. Wir schreiten nur ein, weil wir es müssen. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind außergewöhnlich. Fahren wir den Grafantrieb hoch? Das könnte klappen. Was? Volles Ausweichmanöver. Verschwinden wir von hier. Ich mache Sternstaub aus ihnen. Uff. Kann ich das jetzt schon machen? Nee. Wir schaffen das. Festhalten! Level 30 Helix. Aber was soll ich jetzt machen? Sprich mit Clover. Ich muss doch jetzt irgendwie hier wegspringen, oder nicht? Sternblut, Sternblüter. Führe einen Graph-Sprung aus an einem beliebigen Ort. Ah. Okay. An einem beliebigen Ort. Ich meine, wir müssen ja wahrscheinlich sowieso hier irgendwo hin. Wir gehen mal hier ins Olympus. Einfach hier hinspringen. Im Kampf. Hä?
Aber wie stellen die sich das vor? Scannen nicht möglich. Während des Kampfes kannst du nicht schnell reisen. Hä? Wie soll ich denn das machen? Okay. Was ein Start. Okay, müssen wir es jetzt nochmal machen? Ja. Geld macht's möglich. Ich würde gerne mal wieder mit dir reden. Ja, ja, aber nicht jetzt bitte. Ah, jetzt können wir nochmal wieder hoch. Ein Deal mit dem. Wir haben das Artefakt als eine. Auch so. Ah, warte mal. Dieses Leben passt zu. Das war ein großer. Nein. 10.000 Credits. Was? Ich verlasse hier nochmal den Hafen. Hier muss doch irgendwie jemand sein, der. Mein Schiff repariert, oder? Hallo? Techniker? Hallo? Schönen Tag noch! Ja, danke. Du? Kann ich dir irgendwie helfen? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht. Okay, klar. Wir kümmern uns um Löcher, defekte Dichtungen und all sowas. Top. Ich würde mein Schiff gerne modifizieren. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber es wird wahrscheinlich wieder Ewigkeiten dauern. Möchte ich nicht jetzt machen. Also, down kriegen wir die sicher nicht. Ich habe etwas für dich. Ich guck nochmal was. Habe ich einen Skillpunkt? Nein. Down kriegen wir die nicht, aber wir müssen schnell wegspringen. Eventuell. Oder tatsächlich das Artefakt aufgeben. Druck stabil. Stabil. Ihr besitzt etwas, auf das ihr kein Recht habt. Ja, ja, ja. Wir wollen niemandem etwas tun. Eure Art ist für die Artefakte nicht bereit. Die Sternenblüter wissen, wozu ihr fähig seid. Wir kennen euch. Oh, gut. Freut mich, dass das jetzt schon geklärt ist. Ich würde euch ungern unsere Lebensläufe schicken. Bitte, sagt uns, was die Artefakte sind. Wozu dienen sie? Habt ihr sie erschaffen? Warum habt ihr mehr Anspruch darauf als die Menschheit? Genau diese Fragen dürfen wir euch nicht. Ja, dürft ihr nicht, okay. Nennt euch wie ihr wollt, für mich seid ihr bloß Diebe, beobachtet ihr die Menschheit schon lange. Langsam reicht es. Hört auf, Zeit zu schinden. Doch ihr sprecht unsere Sprache. Wir wissen alles über euch. Und darum darf eure Art das Artefakt nicht besitzen. Hm. Okay, ihr seid bloß Diebe. Genau das denken wir über euch. Wir stoßen hier keine Bedrohungen aus. Ihr seid moralisch und kräftemäßig unterlegen. Übergebt das Artefakt, sonst greifen wir an. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind außergewöhnlich. Fahren wir den Grafantrieb hoch, das könnte klappen. Okay, ciao. Wir schaffen das. Festhalten!
wegspringen. Und zwar hier hin. Und hier hin. Kann ich nicht hier irgendwie einfach reinspringen? In das System hier? Verlassene Garnison. Kurs festlegen? Ja. Okay. Sprung. Nein. Nein. Falschen Knopf. Hey, wenn du mal Zeit hast, plaudern wir. Boah. Ich stehe an noch eines Planeten, aber von diesen Sternenblättern höre ich zum ersten Mal. Mein Gehirn schlägt gerade Funken. Wir müssen uns unverzüglich bei der Loge sammeln. Noel soll unsere Scans von diesem Schiff analysieren. Alle sollten davon erfahren. Gut. Ja. Zuerst zurück zur Loge. Dann kauen wir die Daten durch. Und direkt danach besprechen wir die ultimativen Geheimnisse des Universums. Alles easy. Die Galaxie zu erkunden ist harte Arbeit. Ich kenne mich da aus. Aber komm mal vorbei und wir reden. So unter Abenteurern. So. So machen wir das. Ja, dann würde ich sagen, erstmal wieder zur Loge. Ob das so gut ist. Ob das so gut ist, weiß ich ja nicht. Dass wir denen jetzt den Weg zeigen, aber naja, die wissen ja wahrscheinlich eh schon, wer wir sind und was wir machen. Loge. Ah, wir sind Level 17. Ich kann gleich einen Skillpunkt vergeben. Ich weiß auch schon welchen. Technologie, Fliegen. Schaltet Klasse B frei. Kann ich nicht. Ah, ich muss ja. Ah, stimmt. Zerstöre 15 Schiffe, da war ja was. Eieieiei. Energie. Habe ich Energiewaffen? Oder habe ich Ballistische? Ich habe ballistische Waffen, ne? Schildsysteme. Dann gehe ich nochmal auf Ballistik. 20% mehr Angriff. Zack. Loge ist ein Wund. Hey, kennst du mich noch? Unterhalten wir uns mal. Ja, ja. Nicht jetzt. Wie war Neon? Ist alles in Ordnung? Naja. Du solltest dir die Daten meiner Schiffssensoren ansehen. Okay. Dann übertrage ich jetzt die Daten. Ich zeige es kurz hier auf dem Tisch. Ja, ich hatte die ganze Zeit meine Dashcam laufen. Ist das etwa ein Prototyp? Nein, das ist vollkommen unbekannt. Was zum... Kommt alle her! Das müsst ihr sehen! Das gehört zu keiner Fraktion und nicht zur Crimson Fleet. Ist das vom Militär? Kein Admiral der United Colonies kennt so ein Design. Sie nennen sich die Sternenblüter. Sie wollten das Artefakt haben. Sie behandeln uns wie Kinder, die mit den Sachen ihrer Eltern spielen.
Was wissen wir? Gibt es Splittergruppen, die so heißen? Nicht in dem besiedelten System. Vielleicht ist es eine entfernte Kolonie, die jetzt auf den Plan tritt. So wie Haus Varun? Das wage ich zu bezweifeln. Ist es nicht offensichtlich? Eine bislang unbekannte Gruppe, die über die Artefakte Bescheid weiß? Ich sage es einfach. Intelligente, außerirdische Lebensformen. Oder extradimensionale Wesen. Die Schöpfer von den Rändern des Alls. Könnten es nicht sogar die Racheengel sein, die die Menschheit von den Früchten verbotenen Wissens abhalten wollen? Es gibt also einige Thesen, aber nichts Konkretes. Wir wissen nur, dass sie die Artefakte wollen. Wenn nötig, mit Gewalt. Ich bin Sams Meinung, dieses Schiff könnte menschengemacht sein. Barrett könnte recht haben, die Artefakte stammen nicht von Menschen. Ja. Das glaube ich auch. Diese Dinger stammen aus keinem Labor der besiedelten Systeme. Und dieses Schiff auch nicht. Diese seltsamen, extradimensionalen Wesen bauen ihre Raumschiffe also genauso wie wir? Das wäre schon ein extremer Zufall. Es glitzert wieder in der Dunkelheit. Fragt mich einfach nach den Koordinaten. Dann setzen wir mal das nächste Artefakt hier rein, wa? Hey, kennst du mich noch? Unterhalten wir uns mal. Ich würde gerne mit dir über etwas reden, wenn du mal Zeit hast. Ich würde gern mit dir reden. Was wollt ihr denn alle von mir? Okay, ich Barrett. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv... Ich wollte mich noch bedanken, dass du mir mit der Crimson Fleet geholfen hast. Ich hätte das locker alleine geschafft, aber es ist schön, ein Team zu haben. Kein Problem, Constellation, Kollegen, hilft man doch immer gern. Es ist einfach schön, zu einem Team zu gehören, oder? Teil eines größeren Ganzen zu sein. Da draußen kann so viel schiefgehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation. Es ist gut, Leute zu haben, die einem aus der Patsche helfen. Ich bin froh, dass ich Teil eines Teams bin. Ich vertraue Menschen, nicht Organisationen. okay. Warte mal, bis wir hübsche T-Shirts haben und offizielle Cookie-Tage einführen. Okay, ich mag Cookies. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Moderne Medizin, Raumfahrt und Cookies. Die Constellation ist absolut pro Cookie. Weil wir die Erfolge der Menschheit ehren. Apropos, schön, dass du jetzt dazugehörst. Danke. Das wollte ich nur erwähnen. Schließlich hatten wir kaum Zeit zu reden. Zugegeben. Durch die Constellation habe ich viele großartige Möglichkeiten. Und auch ganz schön viel Stress. Wer weiß, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Es wäre wahrscheinlich um einiges ereignisärmer gewesen. Ich wäre ein vollkommen anderer Mensch. Und ich wäre niemals Irwin begegnet. Und hätte ihn verloren. Ja. Wir können unmöglich wissen, was hätte sein können. Ja, das stimmt. Richtig. Was für Konsequenzen nie getroffene Entscheidungen hätten, können wir uns bloß vorstellen. Aber mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist das anders, oder? Irwin ist seit über 20 Jahren tot. Manchmal kommen Erinnerungen hoch, wenn man es am wenigsten erwartet. Tut mir leid, Barrett. Mir fehlen die Worte. Mach dir keinen Kopf. Eigentlich sollte ich das überwunden haben. Habe ich aber nicht. Seit Irwins Tod habe ich meine Gefühle dazu verdrängt. Ich sollte mich ihnen endlich stellen. Ich bin bloß froh, dass die Constellation mir seit Irwins Tod eine Heimat bietet. Wo sonst kann ich neue Planeten entdecken, mich vor Weltraumpiraten verstecken?
Wo ich davon rede, ein kleines Abenteuer wäre jetzt genau die richtige Ablenkung. Ja, nee. Jetzt keine Lust drauf. Ich habe so lange die Scans mit Augen beworfen, dass in meinem Kopf Sternsysteme kreisen. Ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt worden. Mit diesen Sternenblütern ist nicht zu spaßen. Bereit zum Aufbruch? Das Auge sieht zwar die Artefakte, aber leider nicht unsere neuen Konkurrenten. Okay, alles klar, ich bin bereit. Wohin du auch fliegst, geh immer auf Nummer sicher, okay? Die Erkundung des Weltalls ist auch ohne mörderische Konkurrenz gefährlich genug. Ja. In der Tat. Okay. Muss ich jetzt hin? Mission. Weiter ins Unbekannte. Hier sind wieder Artefakte. Kraft aus dem Jenseits. Sprich mit Wladimir, um den Tempel zu finden. Tempel? Ich frag ihn mal. Viel Glück in den Randgebieten. Ich hatte gehofft, du kannst mir noch einen Artefakt-Tempel zeigen. Das Auge zeigt Anzeichen von noch so einer großen Anomalie. Hier, drück das Glück. Okay. Das heißt, hier kann ich noch eine neue Kraft bekommen. Und hier gibt es weitere Artefakte. Was machen wir? Wo ist das denn überhaupt? Das mal anzeigen lassen. Level 20 Gebiet. Unerforschte Route. Das heißt, wir müssen erst hier hin. Kapitäns Stern. Das ist Level 10 Gebiet. Springen wir erstmal dahin. Unbekannte. Dann wollte ich gerne kurz aufstehen. Hast du vielleicht kurz Zeit? Unbekanntes Schiff. Und ich wollte... Was gibt es? Ja? Können wir aufbrechen? Ich habe wichtige Informationen. Wie habe ich darauf gewartet? Geht ruhig. Ich muss Fachzeitschriften lesen und das käsigste Baguette der Galaxie verschlingen. Ein interessanter Mix. Übrigen, hoffentlich macht beides Spaß. Die ich dir mitteilen möchte. Ja? Was will er denn? Unbekanntes Schiff annehmen. Noch nur ein paar Minuten. Danke für die Antwort. Wir wenden uns wegen der Garantieverlängerung deines Schiffes an dich. Deine Garantie ist abgelaufen oder wird es bald? Aufgrund der unsicheren politischen Lage in den besiedelten Systemen wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Garantie deines Schiffes zu verlängern oder eine neue zu erwerben, falls du keine hast. Das ist doch Scam. Nein, danke. Offenbar bist du nicht daran interessiert, mehr zu hören. Sehr schade. Wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal bei dir melden. Danke. UC. Auf jeden Fall ein UC-Schiff. Okay. Wie random. Was haben wir denn hier noch auf der Map? Oh, nicht viel. Wir müssen ja einen weiter springen, ne? Hier hin. Let's go.
durch das unendliche tiefe Schwarz. Mein Schiff ist verschlissen, ich bin ganz allein. Doch mein guter alter Antrieb bringt mich sicher heim. Auf, auf, flieg durch die Leere. Auf, auf, flieg durch das... Immer schön, jemand Neuen zu treffen. Hat dir mein Gesang gefallen? Dein Lied war das Highlight meines Tages. Ich stehe nur auf modernes Zeug. War das ein Seemannslied? War mein Highlight des Tages, echt. Oh, und deine Antwort war meins. Leider ist der nächste Sprung schon programmiert. Bis dann. Gute Reise. Okay, ciao. Why? Naja. Dann springen wir mal hier auf den Planeten. Hier hin landen. Der Logistik-Skill vergrößert den Frachtraum auf deinem Schiff. Anzeichen von indigenem Leben. Nun, eine Sorge weniger. Okay, kein indigenes Leben. Aber der Planet ist schon gefährlich genug. Aber warte mal, was haben wir denn da? Ah, ist er. Ja, dann von hinten. Okay. Achso. Habe ich nicht das Snipergewehr genommen? Wo ist denn der jetzt hin? Okay, das hätte auch ins Auge gehen können mit meiner Nachladehemmung hier. Wen haben wir denn hier noch? Hallo? Ist das eine Schrotflinte? Aber ansonsten nichts. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier unten rein? Nö. Was haben wir hier? Irgendein Heilzeug und ein Rahmen.
Da muss ich rein. Dann snipen wir doch mal eine Runde da rein. Das denn überleben. Naja. Wir verfüttern deine Leiche an die große Schlange. Die Schlange wird dich holen. Wer spricht denn da? Hätte auch von hinten reinkommen können. That's what he said. Was haben wir hier? Vielleicht kriegen wir eine Tür hier auf. Tür öffnen. Status, Tür offen. Ist mir erschrocken, ey. So, Weizentomate. Hm. Haben wir hier noch Schönes? Brillenlos. Irgendein Helm, Helmständer, öffnen. Sehr gut. Nö. Weiteres ist Magazin. Eine Sidestar. Hm. Okay, dann wollte ich jetzt noch eben die eine Waffe da umändern. Waffen. Was die? Jo. Die auf die 1. Na? So. Und welche ist denn das nochmal? Die hier, ne? Die so krass abgeht. Jo. Die packe ich jetzt mal. Na? Hallo? Auf die 9, weil den Cutter, den, wenn wir den benutzen, dann hole ich den halt raus, weil so selten wie wir den brauchen. Okay, leck. Danke. So, Helm. Okay, dann wollen wir hier mal ein bisschen was reinballern. Deine Leiche wird die große Schlange nehmen. Wo will sie hin? Waffenkoffer.
Oh Mensch. So ein Ding. Was passt hier nicht wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht eher solche Geschichten. Der hier vielleicht. Und dann. Noch den. Dann andersrum. Nee. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Nee. Vielleicht zwei Zweier. Hier unten und ein Einer. Okay, ich habe das doch gerade ausprobiert. Ach so, der Einer ist hier genau gleich mit dem. Dann die beiden. So, ah, noch einer. Ein Vierer, der hier. Nee. Okay, das ist krass. Sicherheitsstufe Experte. Der passt da nicht rein. Das würde auch nicht passen. Krass, was passt denn da dann? Dann mach ich mal hier nochmal komplett rückgängig, wa? So, 3, 4, 5, 6. Und zum Schluss 1, 2, 3, 4. Ein Vierer. Oder zwei Zweier. Was wären dann die? Würde der hier schon irgendwo passen? Nein. 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 Würde der Vierer hier irgendwo passen? Nein. 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 Das ist ja mal. Der könnte ja hier später passen, ne? Bei dem letzten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfer. Wenn ich hier den Dreier reinmache. Eins, zwei, drei. Ah, ne, sind zwei. Was mit dem? Das ist ja auch ein Vierer.
passt auch gar nicht. Der passt auch gar nicht. Passt auch gar nicht. Okay, dann diesen Dreier hier und diesen. Das geht auf jeden Fall nur. Dann im zweiten Ring haben wir hier irgendeine Möglichkeit. Der würde gehen. Und ein Einer. Hierhin. Mache ich mal. Und dann haben wir die beiden Zweier da und nee, wo ist denn der andere? Nee, der ist ja viel zu groß. Würde so gehen. Ah, und so. Okay. Hoi. Was haben wir jetzt hier? Schalldämpferpistole. Naja, toll. Feiglinge. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Wo ist die denn jetzt hin? Was ist das hier eigentlich? Ist jetzt zum Staub gemacht? Solche Höhlen sind oft hervorragend geeignet, um illegale Aktivitäten zu verbergen. Ich weiß das. Ja, wir wissen, dass du hier so ein bisschen illegal drauf bist. Teilchenzünder. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Wow, was ist das? Kann ich nicht scannen? Aber die tut ja auch gar nichts. Hier ist ein Safe. Entsperren Meister. Können wir noch nicht. Sieht nicht lieb aus, ist aber lieb. No, hallo kleiner Bär. Hallo, du siehst ja richtig süß aus. Ja. Fein. Okay, ciao. Und hier. Ordentlich Muni und irgendwas Cooles. Ah, hier ist das Artefakt schon. Wow. Okay, krass. Nein. Die. Quantum? Wo ist der? Okay, das ist doch kein Mensch.
bin einer von euch jetzt. Meine letzte Wette. Wir haben einen Sternblut entdingst. Oh, warte mal, wir haben irgendwas von dem bekommen, ne? Quantrum, irgendwas. Neue Items. Alter, die sieht ja heftig aus. Das wird hier gar nicht aufgeführt. Sind das Ressourcen oder so? Neon. Gold. Nee. Sonstiges. Das Artefakt. Schlüsselkarte. Ich konnte das jetzt auch gar nicht. Kann man das irgendwo einsehen, wie das. Was wir zum Schluss da oben für eine Meldung hatten? Status vielleicht? Allgemein. Erkundung, Schiff, Mission, Kampf. Verbrechen. Nee, ne? Schade. Eine, könnten wir uns ein wenig unterhalten? Ah, hallo. Ja, hey, ich bin doch da. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so etwas wie diesen Sternblütern begegne. Wir haben keine Antworten gefunden, sondern nur noch mehr Fragen. Ja. Ich wusste schon immer, dass wir nicht alleine sind. Das Weltall ist so riesig, es muss voll von den Dingern sein. Wenn wir versuchen, das jemandem zu erzählen, hält er uns für verrückt. Ja. Das beweist diesen Gedanken wohl als schlüssig. Auch wenn man sie bisher für unmöglich gehalten hat, mir gefällt es gar nicht, bedroht zu werden. Egal von wem. Ja. Für mich war das weniger eine Drohung, eher eine Warnung. Niemand würde uns aufhalten, wir sind schon so weit gekommen. Sie versuchen ganz offensichtlich, uns Angst zu machen. Um uns von etwas fernzuhalten, ja, das glaube ich auch. Und von was? Diese Sternblüter stehen offensichtlich mit den Artefakten in Verbindung. Ergo, auch mit dem Tempel, den du gefunden hast. Haben sie diese Artefakte erschaffen? Sie nur in ihren Besitz gebracht? All das deutet darauf hin, dass wir vieles noch nicht wissen. Wir müssen mehr Artefakte finden. Du hast recht. Und wenn uns das gelingt, begegnen wir vielleicht auch wieder den Sternblütern. Wir müssen in Zukunft äußerst vorsichtig sein. Sie scheinen viel über uns zu wissen. Vielleicht können wir auch mehr über sie erfahren. Wir sollten unsere Suche fortsetzen. Es gibt noch so viel zu tun. Ja. Da haben du recht. Hallo, da ist ja noch so einer. Die sind einfach lieb. Wer hätte das gedacht? So, jetzt können wir ja schon zu unserem Schiff. Richtig? Ein Schiff. Ah, aber ich bin ja schon wieder im Sprung, ne? Sorry. So, mein Schiff. Mein Schiff. Ich will zu meinem Schiff. Ist das jetzt anvisiert? Ja. Ja,
immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Ja, weg hier. Wie bitte? Wir sind im Orbit. So. Wir haben jetzt hier... Das ist noch die Kraft. Jetzt müssen wir hier hin, genau. Wo ist das denn? Auch da bei uns. Nee, Indium. Die werden uns sowas von noch aufhalten. Ein paar Ersatzteile gebrauchen. Würde mich über ein paar Credits freuen. Ausschlachtungsrechte genügen mir. Ersatzteile wäre toll. Erledigt. Mach's gut. Cool, danke. Ausschlachten werde ich trotzdem. Also das, was zumindest übrig ist. Graph wieder aufladen. Wie geht. So. Bestimmt auch noch skillen, dass man weiter entfernt sein darf. Kann ich mir gut vorstellen. So, noch irgendwas? Freestar Ranger, hier ist noch was. Schiff. Okay, dann können wir jetzt landen. Toll. Wieder ein paar Schiffe zerstört. Beginne Landezyklus.
So, verlassen. Welche Wunder des Lebens dieser Planet wohl beheimatet? Das fragen wir uns alle. Auf jeden Fall Blitze. So, sind hier wieder Piraten unterwegs. Nö. Doch, oh, Roboter. Okay. Der Kater bietet sehr guten Schutz. Sowohl gegen die Umwelt als auch gegen Feinde. Na bitte. Wow. Was haben wir denn da noch? Piraten tatsächlich. Fallen lassen. Dein Kopf gehört mir. Da musst du mir schon mehr bieten. Okay, keine Muni mehr. Die für eine Feuerrate, ey. Du bewegst mich nicht. Alter. Komm schon. Dabei? Ich hoffe doch. War sie nicht mehr hier? Hier. Müsli? Euch nicht. Schüsli. Okay, muss ich hier rein? Yo. So eine Einrichtung wieder hier. Was
hier niemand? Was ich auch nochmal eben machen wollte. Meine Kräfte umändern. Gravitationswelle, Sprint, eigene Atmosphäre. Das hier. Das ist der Sprint. Das ist dieses komische Zeitding. Das will ich nochmal ausprobieren. Und das ist. Da kann ich sehen, wo welche sind, ne? Nimm mal den Sprint raus. Wo war der denn noch? Da, Sprint. Manipuliere die Schwerkraft. Mhm. Für kurze Zeit mehr Schaden zu verursachen, ja. Alle Menschen, Aliens und Sternblüter wahrnehmen zu können. Oh. Das heißt, wir könnten damit auch die Sternblüter aufspüren. Das ist schon echt nice. Okay. Hier habe ich einfach mal Schwerkraft ausgesetzt. Sind jetzt schon hier schon ordentlich stärker. Da sind wieder drei Stück drin. Kann ich da nicht irgendwas reinwerfen? Ich hab nichts mehr zum Werfen, ne? Hier sind noch Minen, oh. Ich könnte hier Minen legen. Falsche Taste. Wie wäre es denn hiermit? Doppelkill. Kann ich hier irgendwas essen oder so? Herz plus 3. Was heißt das denn? Was heißt das? Ein Anzug. Schrotflinte. 6 mm. Credits. Ein bisschen Muni wäre nicht schlecht. Wir müssen aber hier nach unten. Eine ganz andere Richtung, oder? Hier lang. Die sind erstaunlich. Danke.
jemand gehört? Nö. Du kennst ja die Redewendung. Das ein Müll ist. Nun, vielleicht ein andermal. Hi, was ist hier denn? Ekelhaft. So, wie sieht's aus? Kann ich hier vielleicht jetzt mal auch ein bisschen mit dem Dolch irgendwie? Guck mal, die haben wir auch gefunden. Pistole legendär. Ich glaube, ich gerne mal den Dolch probieren. Auf der 8. So. Okay. Das ging schnell. Sind die denn alle? Da ist auf jeden Fall der Boss auch, ha? Ich kann bald nicht mehr. Alter, der macht einen Schaden. Bleib liegen. Boah, der hält aber viel aus. Hilfe! Jetzt down. Heilen. Danke. Oh. Heilen. Ich wollte eine Weile spüren, denke ich. Heilen. Warte mal.
werde dich töten. Tot? Nice. Hier. Ich crash jetzt nach vorne. So. Und so. Eieiei. Injektor. Was haben wir denn hier? Credits. Sieht man die Toten auch noch? Nee, das wäre auch verwirrend, ne? So, hier ist doch irgendwo der Dicke. Gestorben. Computer. Meiner Erfahrung nach produzieren solche Laboratorien selten etwas Gutes. Okay, der hatte nur einen Helm. Überhaupt nichts Wertvolles. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir hier nicht mal hin, oder? Storage. Und hier kommen wir. Hartgas. Du Heilige. Oh. Nicht da durchgehen. Das ist hier schon wieder so eine unsichtbare Barriere. Hm. Hier sind wir auf jeden Fall auch falsch. Ah, hier lang. Okay, das machen wir noch eben. Milch und ein Truthahn. Was haben wir hier noch? Ein weiterer Weg hier durch. Wohin er wohl führt? Laser. Munitionskoffer. Oh, gesperrt. Nein. Aber Einsteiger. Freundlich. Haben sie gesagt. Wie soll das denn gehen? Der bleibt am Ende übrig. Wenn ich aber die rausnehme... Nee, macht ja keinen Sinn. Warte mal, rückgängig. Den zuerst.
Und dann den. Dann ihr beiden. Und ihr. Okay. Eine Mine. Granate. Naja, immerhin. Wir können die. Ups. Ups, 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 ups. Ja, einstecken. Genau, wir können Dinge einstecken. Wir wollen jetzt erstmal zum Artefaktius. Kann ich schon irgendjemand sehen? Nee, nur ein Wurm. Okay, ich werde jetzt einmal schnell speichern. Man weiß ja nie. Dann werde ich jetzt nochmal das machen. Die nicht aufspüren. Will ich das jetzt nochmal machen? Und ihn nicht aufspüren? Für dich. Quantum Essenz. Okay. Und dann verschwinden sie komplett. Interessant. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.